Hallo, ich bin Andi Kapfinger, bin 40 Jahre Weltcup-Parabobathlet und ich werde euch heute zeigen, wie ich mit meiner Rakete durch den Olympia-Eiskanal flitze. Eine Fingerfunktion braucht man schon. Weil der Bob zum Beispiel wird da ganz zum Teilweise ganz, ganz sanft gelenkt und er wird manchmal wirklich nur angetippt an den Lenkseilen. Man muss sich schon spüren, was man macht. Natürlich ist er Nacken und Schultern und Hals natürlich ganz wichtig, dass wenn du in die Kurven reinfährst und die G-Kräfte kommen, die 3 bis 5 G sein können, dass du natürlich auch nur aufrecht sitzen kannst und nur in die Richtung schauen kannst. Ganz wichtig ist es bei uns auch verankert im Reglement, du musst alleine den Bob einsteigen können und ihn auch verlassen können. Also als Grundausrüstung braucht man natürlich mal den Helm. Ihr habt das auch am eigenen Leib schon erfahren müssen, dass wenn du auf das Eis knallst, dass der Helm da schon sehr, sehr wichtig ist. Und das ist Grundausrüstung Nummer 1. Das zweitwichtigste ist, du brauchst keine Handschuhe. Du brauchst eigentlich nur winterfestes Gewand, gescheite Schuhe, feste, dass wenn es die Füße drinnen umeinander haut im Bob, dass einfach da, ich würde jetzt sagen, mit S-Bahn Trillos fahren wäre jetzt vielleicht nicht so spaßig. Das ist jetzt ein Monobob, wie wir im Parabob-Weltcup fahren. Der wird auch von Nichtbehinderten gefahren. Ganz wichtig bei der Geschichte ist der Bauchgurt. Mit dem bin ich festgeschnallt, für den Fall, dass ich einen Sturz habe, dass es mich nicht aus dem Bob raushaut. Und auch natürlich, dass wenn ich einen Schlag auf die Seite bekomme an einer Bande, dass mich das Ganze stabil hält, weil ich habe ja eine hohe Lähmung, dass ich da einfach immer nur zentral im Bob sitze und dann immer noch ganz genau lenken kann. Weil es ist wirklich eine ganz, ganz feinfühlige Geschichte in dem Bob. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass meine Füße, meine Beine an der Seite am Bob angeschnallt sind mit Bändern, dass es die im Bob nicht hin und her haut. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was ganz speziell ist an diesem Bob jetzt, da dieser Bob hat eine Handbremse. Die nimmst du jetzt zwischen den Lenkseilen und nach einer Fahrt, weil während einer Fahrt wird nicht gebremst, erst im Ziel ziehst du die Bremse. Und das ist eigentlich der Unterschied zu einem Nichtbehinderten, weil ein Nichtbehinderter bremst mit dem Fuß, mit einem Pedal. So ein Bob ist natürlich nicht billig. Ich glaube, um dieses Geld bekomme ich schon ein schönes Auto. Also ich würde mir vielleicht einmal einen mieten zum Anfangen und dann, wenn es einem gefällt, würde ich einen kaufen. Parabob ist im internationalen Verband, in der IBSF, schon sehr verankert. Da gibt es auch Schulen, da kann man natürlich das Ganze lernen. Es sind da, glaube ich, zwei Rennschulen im Jahr, wo man das probieren kann als kompletter Anfänger. Und natürlich auch im Bobverband im eigenen Land, wenn einer besteht natürlich. Du brauchst da schon geschultes Personal und auch Trainer, die solche Kurse anbieten, sonst geführt ist ja gar nicht funktionieren. Das ist einfach, die Logistik ist viel zu groß und alles, was da auf deinen Athleten zukommt, das kannst du selber gar nicht wissen und man kann das schon machen. Aber ich würde es natürlich nicht empfehlen, weil das hat meistens mit Kopf am Eis endet das dann meistens. So, ich mache jetzt den Bauchgurt und fixiere das ganze System und schaue mal stabile Sitzposition. Wenn du natürlich mehr Fahrten fährst, also ich sag, die ersten 8 bis 10 Fahrten sind schon ziemlich hart, da ist einfach brutaler Stress. Da irgendwann fängst du das Einstellen an und die Geschwindigkeit fängst du normalisieren an. Das heißt, sprich, du hast da weniger Stress und der Auge kann auch schneller mitarbeiten oder auch besser mitarbeiten. Und das Ganze wird, ich würde sagen, nicht ganz komfortabel, aber zumindest so, dass ich sage, ja, das ist jetzt handelbar und alles passiert in einem Ablauf, wo ich das Ganze handeln kann, wo ich dann auf einmal keinen Stress mehr habe. Okay, es kann dann losgehen mit dem Training am Start. Andreas Kapfinger am Start ist frei. Ich gehe jede Kurve nochmal einzeln durch und probiere meinen Blick in einen gewissen Fokus zu bringen und probiere mich jetzt nur noch hundertprozentig auf das zu konzentrieren, was jetzt kommt. Okay. Auf die Bahn drauf an. Wir haben, glaube ich, Spitze gehabt letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz von 129, 130 knapp. Und in St. Moritz dauert es ungefähr Minute 20 ungefähr. Hier werden wir ungefähr so 54 Sekunden fahren.
Wenn du einmal zu viel lenkst, einmal zu wenig lenkst, du die Physik nicht kennst, dann kann es natürlich schon sein, dass die überschlägt beim Rausfahren. Es kann alles passieren. Irgendwann kracht es halt einmal. Und ja, den ersten großen Crash habe ich jetzt mit einem gescheiten Knockout in Calgary gehabt. Und man kann schon stürzen. Das heißt natürlich nicht immer, dass man sich verletzen muss bei der Geschichte. Erstens einmal hast du ja einen Panzer um dich rum. Dann hast du hier auch diese Ohren, die dich schützen, ein bisschen mit dem Helm. Aber es kann natürlich passieren und mit dem muss man natürlich rechnen, wenn man sowas macht. Ah, die Faszination an dem Sport sind einmal die Gehkräfte, dass du dem ausgesetzt bist, dass du die absolute Kontrolle haben musst, dass du das auf den Punkt bringen musst. Du steigst in den Bob und alles um dich wird still. Es existiert nichts mehr. Da bist nur noch du, der Bob und die Naturgewalten. Das absolut Schärfste ist, sobald du durch das Ziel fährst und du bremst und du steigst aus dem Bob aus, hast du so einen Adrenalinschub, du könntest Bäume ausreißen. Und wenn jemand sagt, du kannst den Baum ausreißen, dann glaubst du das in dem Moment. Du spürst die. Du spürst, dass du lebst und ich glaube, das ist so das Spezielle an der Geschichte. So.